der letzten Episode. Halt. Gott. Okay, die Herde hat keinen Bock heute wieder mal. So, dann sind wir reisebereit. Das wird typisch, echt. Das ist bei unseren Katzen auch nicht anders. Dann gehen wir mal weiter, gell? Mein eigenes Ich. Ach du Schande. Ja, okay. Und man hat ja... Ach, guck mal. Hier lag anscheinend Wolf. Wir steuern mal. Also der Hirsch auch. Wir. Also deswegen wir, sag ich ja. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in Episode 117. Der Junge schnauft, als wäre irgendwie die Luft aus. Hm. Ja, wir wollten das Ding mit rausnehmen. Achso, wir haben ja schon durchgeguckt. Und ansonsten habe ich ja das mehr oder weniger zum Speichern verwendet. Weil die Bärenaktion, die wird wahrscheinlich größer. Ja, wir sollten vielleicht mal schauen, ob wir, ob wir vielleicht ein bisschen ablegen. Wir sind viel zu fertig heute. Achso, haben wir eigentlich Wasser dabei? Ja. Dann trinke er. Es dauert eh noch eine Weile, bis wir ins Bett gehen. So viel ist klar. Ja, habe den Bären gefunden hier und ja. Letzte Episode natürlich. Nachdem wir nun zwei Episoden in Folge dem Namen Hallo Bär bekommen habt, nenne ich diese vielleicht nicht Hallo Bär. Ja, ein bisschen komisch. Ja, Diablo 2 Resurrected haben wir jetzt auch einen Bär. Das ist auch schön. Ja, soll jetzt eigentlich kein Bär mehr kommen. Das ist aber kurz vor Blizzard hier. Warum nimmst du eigentlich die Gabel, das Beil dazu, das weiß ich nicht. Ne, wir brauchen ein Place zum Essen, Junge. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen was hier vor der Hütte platzieren. Wir haben schon mal abgelegt, echt? Gut, hoffen wir mal, dass hier kein Wolf ist. Da gibt es was. So, ich würde sagen, kaputter Bär. Schön aufs Fleisch klopfen. Einfach nur, um zu gucken, ob es noch lebt. Okay. I need to drop something. Es ist zwar kaputt, aber es stinkt immer noch. Ah, ich glaube, wir müssen ein bisschen nach links. Das Lustige ist, im Ort der Trostlosigkeit hatten wir einen Sonnentag, der nach Blizzard klang. Und jetzt haben wir einen Blizzard, der naja, jetzt nicht nach Sonnentag klingt, aber bei einem sehr stürmischen Wetter nur. So. Ja, schon. Echt, die sind alle angefangen, okay. Gut. Verdammt, wo gehen wir denn? Ach so, ja. Natürlich. Too much stuff to carry. Jetzt kein Spruch. Okay. Ja, wir sind relativ schwer. Ja gut, das sind ja auch getrocknete Wölfe, von daher. Hatten wir nicht kaputte Pfeile? Doch, drei Stück sogar. Müssen wir uns bei Gelegenheit mal wieder basteln. Nacht ist auch schon wirklich gut vorangeschritten. Wir müssen uns am nächsten Tag hier um den Berg kümmern, das ist klar. Weil es ist erstmal schön tief gefroren. Da kann man den dann einfach in, ja, Quadern hierher schaffen. Und den Quadern dann auch auf den Grill legen.
Ja. Das können wir sogar reinfüllen, okay? Passt exakt. 1 von 1, ja, es ist leer. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts zu tun. Achso, ja, die Klettereisen wieder dabei. Sagt der Zustand. Da geht auch schon was gut zu Neige. Okay. Dann. Ja, komm. Haben wir keine Bücher mehr? Ah, das ist ein falscher Modus. Ah ja, ich sehe schon. Nee, wir. Ja, gut, ist eigentlich egal. Wir warten 2 Stunden. Das ist hier eh noch zu früh. So, jetzt passt es besser. Ja, okay, das ist jetzt nicht genug Wasser. Gut, da gibt es kein Wasser. Da haben wir auch noch ein bisschen was, okay. Ich sehe, wir werden wahrscheinlich in Bälde kochen müssen. Ja, da könnte was dran sein. Okay, jetzt kannst du dich schlafen, meine Fresse. Da sind wir aufgewacht, Hertha. Du bist schon wach, echt? Ich mach mal hier Waiting for me. Ich will mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir ablegen können. Hier. Getting kind of thirsty. Warte mal, wir könnten die eigentlich, wobei die ist eigentlich falsch, das müsste eigentlich eine Medizinkiste, nämlich da rein. So, Medizin, wie sieht's denn hier aus? Das ist reichlich viel. Vielleicht brauchen wir nicht alles. Gott. Holzkohle? Das ist Kleidung, okay. Was ist das? Ach du Schande. Das fühlt sich wie Krimskrams an, der uns gehört. Kann das sein? Wobei da auch einiger Stuss dabei ist. Ich guck gerade mal, hier sind nämlich ein paar Sachen dabei, die ich auch woanders reintun könnte. Das könnte man eigentlich mal verwenden. Was ist da drin? Das sieht schon wieder sinnvoller aus, ja. So, Medizin. Schmeiß die 9 auch mal da rein. Und das. Dann haben wir hier noch Papierstreichhölzer 20. Die könnten hier bleiben. Genau. Wir haben ja gesagt, wir wollen unser Brecheisen mal runtermatschen und den Dosen öffnen. Lasse ich jetzt einfach. Ach, hier sind auch noch 20 Schuss, echt. Ja, da muss wohl einiges raus. Ich hoffe, das Wetter bleibt jetzt erstmal ruhig. Ein Bär sollte ja jetzt erstmal hier nicht vorbeikommen, meiner Meinung nach. So, was muss hier mit raus? Ja, das ist eigentlich schon alles, okay. Gut, dann wird es ja Zeit, dass wir uns um den Bären kümmern. Wir werden aber hier erstmal ablegen. Da müssen wir eben gucken. Das riecht schon wieder fast nach dem nächsten Jahr. Wunderschön. Erst wieder nach dem nächsten Blizzard hier. Noch sieht man die Menschenfeindinsel, aber das Gefühl nicht mehr lang. So, weiter kaputter Bär. So, passt das rein? Toll. Ist das voll? Ja, ist es, okay. Ja, hier ist kein Wolf, okay. Die sind alle leer, ja, da kann man einige noch dazu stellen, wie man hier sieht. Ja. Das hatte 4 Stück. So, hast du getrunken? Gott. Achso, ja. Ja gut, das reicht auch, wenn wir sie hinlegen. Und wir kleben sie aneinander. Okay, das funktioniert so. Was ist da drin? Ja, okay, viel Brennholz. Viel Brennmaterial. Okay, dann halt nur 5. Dann passt aber sonst nichts mehr. Was ist hier noch drin? Ist auch voll. Ja, okay. Da könnte man ja hier noch was reintun. Dann haben wir... Ne, warte mal. Das Dingchen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die anderen voll sind oder leer oder was auch immer. Das werden wir mal hier verwenden. Ja, ein paar Sachen werden wir noch an der Werkbank rausschmeißen und dann sind wir leider doch schon so weit, dass wir transportieren müssten, aber wir werden dann nochmal final ablegen müssen wahrscheinlich. Ja, okay, Menschenfeindinsel ist weg.
Da müssen wir erstmal schauen. Eventuell rauscht es hier erstmal wieder durch. Ja, okay. So oder so können wir da nicht wirklich viel Kleidung ablegen. Vor allem nicht, wenn wir 2 Stunden da rumklopfen wollen. Ich habe den Bär noch nicht auseinandergenommen. Hayata. Sehr geschäftig heute. Lass mal den besseren Bogen. Jalla. Natürlich erstmal den Olleren nehmen. Und vielleicht jetzt auch nicht die Sturmlaterne. Ah, ich habe kein Brecheisen, keine Säge. Und die 12-Schuss sicherlich auch nicht. Die Revolver-Munition kann natürlich auch hier bleiben. Okay. Legen hier mal ein paar Sachen ab. Ja? Getrunken hast du, ja? Dann kommt das Zeug da drüben hin. Naja, guck mal, das vielleicht der nächste Blizzard. Ja, okay, Metallschrott. Das haben wir jetzt gerade nicht. Wir haben Feder. 57. Und 8 Pfeilspitzen. Wir haben da drin in dem Haus noch tonnenweise kaputte Pfeile. Herumliegen. Ja, okay, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was das Wetter macht. Hier ist es mit dem Laptop. Okay, haben wir hier noch einen Container, den wir rausnehmen können? Anscheinend nicht. Bitte nicht das Beil. Ja, hallo Blizzard. Ja, ich spiele doch gar nicht die Madame. Verdammt. Ja, da sind wir schon durch. Naja, eigentlich kann man das stehen lassen. Das ist erstmal egal. Ja, aber das ist auf der anderen Seite das Brett. 22 Minuten. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Wahrscheinlich machen wir heute, legen wir heute nur den Bär. Na gut, wir würden halt die ganze Nacht durchkochen. Gut, da wir die Nacht sowieso durchkochen, werden wir jetzt einfach pennen. Natürlich immer noch den Blizzard, aber das ist ja auch egal. So. Ja, okay. Dann warten wir halt. Keine andere Wahl. Verdammt. Hallo. Ja, werden wir heute noch fertig? Das kann doch nicht sein. Ja, also immer. Jetzt braucht der Herr noch Wasser. So kriegt man noch Lagerkoller-Risiko. Wenigstens haben wir den Sattbonus. Voll fett in die Fresse. Damit es auch wirklich nicht übersiehst. So, das war der Tag. Ne, wir müssen da uns dann noch an den Bären zumindest zu schaffen machen. Es hilft nichts. Irgendwas müssen wir schaffen heute. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, guten Morgen. Du hast heute auch noch nicht so wirklich viel getan. Wir gehen hoch rauf zum Bären. Ja, mir wurde jetzt letzte Woche, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber mir wurde ein Video in diesen, wie man da ja auf YouTube Videos guckt, vorgeschlagen, halt auf Englisch, wieso man Zucker aus seiner Ernährung verbannen sollte. 7 Gründe oder so ähnlich nannte sich, warum es gut ist, auf Zucker zu verzichten. Von einem Arzt, der eigentlich Chiropraktiker ist, muss man dazu sagen, der ist nicht wirklich Nahrungswissenschaftler. Ist denn das Schösslinge da oben? Nee, das ist Schilf. Aber der hat halt, ich meine, er selber ernährt sich inzwischen nur noch ketogen, das heißt sehr eiweißlastig und extrem wenig Kohlenhydrate. Und das will ich jetzt nicht machen, weil das ist mir zu viel Eiweiß, um ehrlich zu sein. Aber der hat trotzdem gute Tipps, die man sich da... also die Videos sind echt gut. Dr. Berg, Dr. Eric Berg, Eric mit C. Nennt er sich. Aber wir haben ihn schon zu Hack, ja, Gott sei Dank. Da müssen wir nur noch schleppen. Jetzt habe ich einen Container dabei. Wenn man das wüsste. Okay, wir brauchen erstmal alle Därme. Das ist, vor allem die Därme ist natürlich am wichtigsten.
Wie viel können wir mitnehmen? Das sind ungefähr 5. Ja, da machen wir noch einen Dreier und einen Zweiergang oder so. Ja, Eric Berg. Bin jetzt Englisch jetzt nicht zu krass. Auf jeden Fall, ich habe mir das Video natürlich angeschaut, weil ich das auch interessant finde. Und ja, das Krasse ist ja, das ist einem meistens ja gar nicht so bewusst, aber man hat in seiner Ernährung, da gehen wir mal lieber den Bogen, unweigerlich, ohne dass man das jetzt großartig beabsichtigt, sehr viel Zucker. Weil in vielen Dingen, die man so kauft, einfach auch Zucker drin ist. Zum Beispiel Senf. Ketchup. Ketchup ist ja klar, aber Senf zum Beispiel. Ich habe natürlich dann gleich mal gesagt, okay, das klingt eigentlich vernünftig. Hat halt erklärt, ich meine natürlich mit vielen medizinischen Fachbegriffen, die meisten kenne ich natürlich auch nicht. Aber man kriegt schon den Sinn mit, was er meint, sozusagen. Also, Blutdruck senkend, man schläft besser, hat weniger Heißhunger, weniger Stimmungsschwankung, also in Richtung Depression halt. Also alles Mögliche halt. Und halt natürlich auch eine bessere Lebensweise, weil man halt weniger Zucker, also es geht jetzt speziell um diesen raffinierten Zucker, also Kristallzucker, dann Candice und schlag mich tote Rohrzucker. Ist ja auch Glucose im Prinzip, geht halt um die Glucose. Das sollte man halt weglassen. Das habe ich dann auch gleich mal zum Anreiz genommen und habe gesagt, okay, das klingt echt total vernünftig, ich mache das jetzt mal. Hat er gesagt, man soll mal versuchen, 2 Wochen komplett ohne Zucker. Also gar keinen Zucker, nicht nur wenig Zucker, sondern gar keinen Zucker. Später kannst du auch wenig Zucker, aber erstmal auf gar keinen Zucker gehen. Weil das Interessante ist, nämlich hier liegt schon wer, super. erstmal die 10 raus und der Bär raus. Also ja, natürlich. So funktioniert das nicht. Gott. Ja, wir gehen wieder raus. Ja, ist es jetzt bewölkt oder aufgeklärt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich stinke immer noch zu dritt, okay. Oder für 3. Ja. Das habe ich mir halt mal zu... Es ist wirklich eine Challenge, das zu machen, weil ich halt auch selber relativ viel Zucker gegessen habe. Meist, bei mir tatsächlich meist über Süßigkeiten, aber es gibt trotzdem viele Lebensmittel, wo es halt auch Zucker drin ist. Die muss man natürlich erstmal alle ersetzen, das ist natürlich klar. Du kannst halt auch nicht einfach hingehen und sagen, ich nehme mir mal einen Joghurt. Nee, eben nicht. Die meisten enthalten also Glucose. So, machen wir da auch noch einen hin. Gut. Da es ja sowieso hier knapp wird. Stock Zeitungspapier, ja, da geht's gerade weiter. Ja, wir versuchen jetzt mal ranzuholen, die Säcke. Das macht schon Sinn. Ja, also ich habe mir das gesagt, ich probiere das jetzt mal. Ich habe es bisher jetzt bis zum Freitag auch tatsächlich durchgehalten. Kein Zucker. Dienstag und Mittwoch waren krass. Also mal abgesehen davon, dass der Körper natürlich dringend Zucker will. Oh. Er will ja unbedingt Zucker essen. Und du hast halt ständig die Sucht danach, was immer du halt auch am liebsten isst. Ich meine, du könntest ja nicht mal sagen Kartoffelchips. Bis da ist ja Zucker drin. Erdnussflips ginge halt noch zum Beispiel. Und, ja. Am Anfang hatte ich jetzt am Dienstag und Mittwoch hatte ich tierische Kopfschmerzen. Also wirklich brutal. Ich habe so viel Schmerztabletten genommen, dass ich nicht mal mehr den Juckreiz von der Zwiebel hatte, die ich am Donnerstag gegessen hatte. Ich hatte keinen Juckreiz mehr. Ich habe dann gemerkt, wenn die Schmerztablette nachgelassen hat, dass dann der Juckreiz wieder kam. Die Kopfschmerzen waren aber permanent da. Ich habe es aber durchgestanden. Nichts. Mich nicht verführen lassen. Und es hat bisher funktioniert. Also ich bin jetzt sozusagen, ich habe jetzt Mittwochmittag angefangen erst. Also ich habe Vormittag gesehen, das Video. Dann habe ich halt Mittag gab es ja eh Mittagessen. Also Gemüse. Vorrangig. Das heißt, ich habe jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 4 Tage. Ich brauche also noch 10.
Aber es funktioniert schon ganz gut. Es ist halt nur dieser... Also jetzt, ich habe jetzt halt auch beim Einkaufen gemerkt, man geht halt automatisch zum Süßigkeitenregal. Dann denkt man so, nein, du wolltest auf Zucker verzichten, also kannst du hier nichts kaufen. Gut, es gibt diese also neben den so Erdnussflips gibt es ja inzwischen auch relativ häufig Maisflips. Gibt es teilweise Natur oder halt dann mit Fett und Salz, aber nicht mit Zucker. Also ohne Geschmack. In Berlin gibt es halt einen, die nennt sich Maiswürmchen. Die haben dann halt, gibt dann noch verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich mag ja eigentlich diese Käse-Peperoni-Geschichte total gern. Aber ist auch Zucker drin. Ja, man muss sich dann halt ein bisschen austricksen. Ja, ich weiß, Junge. Man muss sich ein bisschen austricksen. Und man muss halt zäh bleiben. Man muss halt wirklich sagen, nein. Du isst das jetzt nicht. Du hast jetzt Bock auf was Süßes. Ist was anderes, was jetzt nicht süß ist. Gibt es auch genügend Dinge, die man da essen kann. Also zum Beispiel auch Nüsse. Wer die essen kann, Pekannüsse sollen extrem gut sein. Immer nur maximal eine Handvoll, also nicht eine volle Hand, sondern was du halt in der Hand gerade, also was, wenn du die Hand halt füllst, ohne dass was runterfällt. So, sag ich mal. Das ist so eine Handvoll. Das kannst du essen, Bruder. Vertrag halt keine Pekannüsse, den kann man als ausweichen auf Pistazien und Macadamianüsse. Sind jetzt auch nicht die günstigsten, natürlich, aber die sind halt gesund. Das kann man da halt knabbern. Aber wenn man dann halt mal guckt, wo überall Zucker drin ist, dann kaufst du halt, was weiß ich, irgendwie, wir essen ja viele dieser vegetarischen Ersatzprodukte, Veggie-Hack und was weiß ich, was es da alles gibt. Ich esse ja am liebsten einfach nur Tofu. Meine Frau braucht halt diese Veggie-Ersatzdinger, Frikadellen und schlag mich tot. Für mich würde einfach Tofu reichen, dann bin ich happy. Aber ich, ja, das war ja auch mein Ding, während ich halt selber Vegetarier war, habe ich Gemüse und Tofu gegessen. Es gab damals zum Glück auch noch nichts. Ich hätte das wahrscheinlich eh nicht gegessen, weil ich mir das auch selber würze. Wer hätte gedacht, dass man hier nachts durch die Gegend schnauft wie ein Bär und sogar riecht wie ein Bär, hm? Ja, meine Frau ist aber auch sehr interessiert dran, das zu tun. Also ich meine, das Problem ist ja dann zum Beispiel Frühstück. Was machst du da? Ich meine, ich bin eigentlich jetzt, wo meine Frau ja diese Shakes eingeführt hat, ich trinke dann gerne diese Shakes. Früh einfach einen Shake trinken, mach dich satt, hast Ruhe. Ja, und das Krasse ist halt, jetzt am 4., also gestern war es vielleicht noch ein bisschen, aber heute gar nichts mehr. Kein Verlangen nach Süßem, schon jetzt. Und ich habe von einigen schon gehört, wenn man das wirklich durchhält, mal 2 Wochen lang, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr auf Süßes hast. Oder wenn nicht, dann nur noch wirklich ganz wenig. Und dann halt muss man halt gucken, dass man natürlich dann, wenn man was Süßes isst, das an eine normale Mahlzeit koppelt, die zuckerfrei ist. Aber danach kann man gerne was Süßes essen, weil das treibt dann nicht so den Insulinspiegel nach oben, diesen Blutzuckerspiegel. Das ist immer das Problem. Wenn der halt rapide steigt, dann fällt er im Prinzip genauso wieder runter. Und dann kriegst du Riesenhunger. Also je steiler der abfällt, umso stärker wird das Hungergefühl. Ja, und wenn man schon auf Glucose verzichtet, sollte man auch auf Fructose verzichten. Mhm. Halt, bleib mal stehen. Haben wir noch Wasser hier drin? Ist ja gut. Wir haben wirklich kein Wasser mehr, echt. Das ist alles Öl. Nee, es ist wirklich kein Wasser drin. Da sieht es sowieso aus. Darf ich bitte raus? Da machen wir es halt so. Ja, jetzt wird es schon finster, aber wir machen das. Wir holen die jetzt noch ran. Ja, war am Anfang eher eine größere Challenge, als es jetzt ist, tatsächlich. Meine Frau war so lieb und hat mal geguckt, wie es eigentlich mit Schokolade aussieht. Es gibt Schokolade mit Birkenzucker. Oder Xylit, wie das heißt. Teilweise gibt es den auch mit Erythrit. Das funktioniert auch. Du brauchst halt irgendeinen Zucker, der einfach nur süß ist, aber nicht
den Blutzuckerspiegel pusht. Sehr interessante Erfahrung. Hätte nicht gedacht, dass die Woche kulinarisch so läuft. Vor allem so, wie es Wochenende lief. Ich habe ja gesehen, dass mindestens in einem Video, in einem Segment es zu hell ist. Da habe ich das falsche, anscheinend das falsche Preset oder eins doppelt drauf. Ich weiß es nicht, was da passiert ist. Das lag halt daran, weil das Wochenende extrem stressig war. Jobtechnisch. Wieder mal. Es ist nicht so geil. Es ist wirklich nicht so geil. Inzwischen kotzt es mich richtig an, dass man... Ich habe halt aufgenommen am Samstag und habe schon gesehen, okay, Teams. Mein Projektmanager meldet sich. Ja, der Chef hat ihm was geschickt. Hier, die Webseite, da müsste man nochmal gucken, ob man da was machen könnte. Habe ich nicht reagiert, weil ich habe aufgenommen. Ja, das wäre schon wichtig, wenn man das jetzt irgendwie noch hinkriegt. Also meld dich mal, wenn du dran arbeitest. Habe ich auch nicht drauf gearbeitet, ich habe weiter aufgenommen. Blim, kriege ich aber immer eine SMS. Meldet sich derselbe Projektmanager per SMS. Ja, ich habe dir Teams-Nachrichten geschickt, aber vielleicht hast du die nicht gelesen. Dabei weiß er, dass ich Teams auf meinem Handy installiert habe. Und, ja, da wäre was zu tun. Das wäre echt wichtig. Lies mal die Teams-Nachricht. Ich bin froh, dass er nicht nur angerufen hat. Also mein Chef hat er schon gebracht, ja. Zwischen den Jahren, wie es immer so schön heißt. Also zwischen Weihnachten und Silvester hatte mein Chef erst auch Teams. Habe ich nicht drauf reagiert. War allerdings auch eher nicht so eindeutig formuliert. SMS, nur der Hinweis auf Teams. Habe ich auch erstmal ignoriert und hat dann natürlich angerufen. Ja, und dann habe ich halt, nachdem ich dann fertig war mit Aufnehmen, was einen dann schon auch ein bisschen ablenkt, bin erstaunt, dass bisher noch kein Wolf gekommen ist. Wir rennen hier die ganze Zeit müffelnd durch die Gegend. Ja, dann habe ich halt mich dann bei Teams eingeloggt, habe dann halt, also unsere Chat-Software, Business-Chat-Software halt an der Agentur, die wir verwenden. Und hab dann halt gemeint, ja okay, ist das jetzt notwendig heute? Das war nur eine grafische Reparatur. Weil wir haben halt vom Initialen, auf der Webseite haben wir gesagt, wenn ihr Dinge einpflegt auf der Webseite, achtet auf die Titellänge. Haben sie natürlich nicht gemacht, wurde dann abgeschnitten. Damit halt andere Elemente besser passen. Hat das natürlich nicht gepasst. Hat sich der Kunde gleich gemeldet, er hat wieder was auf der Webseite gefunden. Also wer sagt das wirklich, er hat wieder was auf der Webseite gefunden. Darauf meldet sich der Chef dann beim Projektleiter bei mir. Und dann meine ich, ja, ist das wirklich notwendig? Das reicht doch auch, wenn ich das am Montag mache. Ich weiß nicht, warum du mich da gerade deswegen löcherst. Das ist doch kein Notfall. Ja, es wäre aber trotzdem schön, wenn ich es mache. Aber er überlässt die Entscheidung mir. Da war ich dann schon wieder so ganz kurz vor Puls 180. Wobei, eigentlich wäre es besser drin. Wir angeln jetzt sowieso nicht. Ich habe die Laterne nicht dabei, Hertha. Okay, dann befreien wir dich mal. Machen wir mal Z hier. Ich will das mal alles auf den Boden stellen. Ja, okay. Wir sagen mal, jetzt kommt kein Wolf. Oh, kommst du nicht raus? Ich hole dich nachher rein. Sekunde. Ich muss erstmal die Säcke hier reinstellen. Das war's, okay. Halt, kannst du dich auf den Boden stellen. Danke. Ach, hier ist Wasser. Okay. Ist da noch was drin? Wie ist da noch drin? Ja, wenn man das wüsste. Gib mir diese Scheppenflasche mal wieder. Ah, die Wassertabletten, genau. Die brauchen wir jetzt natürlich erstmal nicht. Gib mir mal alle Zeitungen. Ja, gut, okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und allen Zunder. Den sammeln wir jetzt erstmal ein Buchhalt als Stock. Stock, Angelzeug, Biergrinde, Haken. Was haben wir hier noch? Noch mehr Zunder, noch mehr. Alles mal aufnehmen, wir brauchen das jetzt nicht. Ich habe gesagt, ich hole dich gleich, okay? Nicht jetzt. Ich muss erstmal das Feuer anmachen.
dann bewege ich mich auch nicht mehr so viel. Ja, ich nehme an, die Bücher sind gelernt, deswegen verwenden wir mal eins. So, das können wir auch mit Streichholz machen. Holz, Streichholz. Zunder, Buch, genau, da sind wir bei 100%. Feuer. Ja, und zusätzlich hat tatsächlich Da Vinci zum ersten Mal abgestürzt. Hat einen Renderfehler gehabt. Muss ich natürlich eine Folge nochmal rausrendern. Hab ich gerade, bitte was? Ich habe gerade die Fackel reingeworfen. Ist ja der Hammer. Okay, die ist bei 0. Ja, dann müssen wir die doch wieder aufnehmen. Hm? Okay, was haben wir denn sonst noch? Geben wir das Altholz und, ach komm, Kohlen her. Ich setze den Ofen hoch, wir sind hier sowieso noch eine Weile. Es hängt halt ein bisschen vom Wetter ab, ob wir hier draußen noch was machen, aber momentan ist es in Anführungsstrichen nur bewölkt. Halt, das war zu weit. Ah, das kriegen wir noch ein bisschen besser hin halt. So. Oh ja, Gott sei Dank, endlich warm. Wie lang brauchst du denn für, halt, wir nehmen wieder die Hand, für 1 Kilo? 15 Minuten, okay, das ist nicht wirklich viel. Was ist das? 48% Packe, was ist das? Warte mal, dann steht das da oben, okay. Gut zu wissen. Ja, wir lassen das erstmal, da kann jederzeit Winter zukommen. Okay. Dann starten wir hier einfach mal. Ja, das war wieder sehr unnötig, dieser Stress. Sehr unnötig. Da habe ich entsprechend natürlich auch aufgeregt. Weil ich sehe das im Ernst nicht ein, dass man am Wochenende ran muss, um einen grafischen Glitch zu... jetzt haben wir auch wieder, okay. Ja, dann... warte mal, das ist ja schon fertig. Gib mir mal eine Fackel, so. Also, wir brauchen dann noch ein Buch. Wo waren die Bücher? Ah, hier drin, gell? Ja. Achso. Ja, genau, wir starten das einfach mit dem Buch. Ja, komm, wir machen das hier drüben. Genau, wir zünden mit der Fackel eine Fackel an. Das ist der Hammer. an einem Feuer. Wir machen daraus ein Feuer. Du kannst eine Fackel an der Fackel anzünden, aber nicht halt daraus ein Feuer machen. Ja, ich habe den Projektmanager heute nochmal gefragt, ob er denn wieder vorhat, sich am Wochenende zu melden. Also selbst wenn da was kommt, hat er gemeint, nee, er versucht das mal zu lassen. Was ich auch besser finde. Wir sind, es steht, also ich meine, es geht hier nicht um Notfälle. Und ein Notfall ist halt wirklich ein Notfall. Wahrscheinlich viel zu viel. Okay, da müssen wir jetzt noch mit dem Messer ran. Warte mal, gib mir mal einen anderen Sack. Dass wir hier ein bisschen erstmal auf Vorrat schaufeln. So. Achso, wir hatten noch das intakte Fernfleisch. Was ist das denn, das Wolf? Ja, wir haben dichten Nebel, okay. 30 Minuten und 19. Okay, ich möchte das im Gleichtakt haben. Das heißt, wir machen das mit der Hand. Ja, man kommt dann auch nicht so schnell. Was? Man kommt da halt auch nicht so schnell runter. Also ich komme da halt nicht so schnell runter. Das ist nicht so, dass ich sage, ja gut, alles klar. Wenn ich mich auf Ruhe einstelle, dann erwarte ich auf Ruhe. Sind das wirklich komplette Kilos? Anscheinend schon. Okay, 3/4 Stunde. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Hier eine 14 Minuten. Und, na gut, okay, 2 Kilo. Oh, ach so, ja doch, dann gibt es da doch diese angefangen. Okay, warte mal. Ja, okay, es gibt also welche Stücke, die sind knapp drunter. 960, oh, hoch. Fertig, okay. Ja, da kommen wir natürlich schnell zu Rande, das ist klar. Na, jetzt dachte ich, hätte einen Kaffee drauf. Hm. Klang gerade sehr stürmisch.
45 Minuten. Ja, 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 da muss ich echt dran denken. Du kriegst ja gleich das, die ganzen Stücke reingezwirbelt. Ja, genau. Alles wieder aufgeklärt, okay. Muss ich gleich mal gucken, was hier der Ofen sagt. Okay, alles klar. Oh, das war nochmal knapp. Gott, mir war es nicht. 8,8, okay. 3,41, okay, das geht also noch eine Weile. Machst du immer 2 Kilo? Wir lassen die erstmal noch die Kilos drin für die Härte, die kann man dann... Ja, ja, schon. Aber es ist noch ein bisschen Luft. So. Stück, Stück. Pflück, Pflück. Nee. Ich dachte gerade, da wäre irgendwie Sternschnuppe oder sowas. Direkt über den Hütten. Ist ein UFO. So, 1 Kilo. Hast übrigens immer noch Durst, gell? Und 2 Kilo. Oh, mein Durst, er wird lebensgefährdend. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen ganzen Schwung. Wir werden natürlich nochmal, ich werde jetzt vielleicht draußen noch Wasser aufsetzen. Wahrscheinlich macht das Sinn. Einfach, dass man erstmal 2 Liter macht. Also ich brauche natürlich, nee, Quatsch, brauche ich nicht. 1, 1, machst du mal hier? Nein, du sollst Wasser machen, okay. In jedem 1 Liter. Dann haben wir nämlich für die Tabletten was. Halt. Die sind noch nicht fertig, okay. Okay, dann holen wir mal das Zeug für die Härte raus. Mal gucken, was das... Das war vielleicht das Bärengeschleppe, hm? Es gurgelt und blubbert. Ist immer noch neblig. Ja, das braucht tatsächlich genauso lang wie das, okay. Haben wir... Warte mal. Ja, wie viel ist das? 2 Kilo, okay. Das ist 5 Kilo. Das ist auch 5 Kilo, okay. Dann machen wir das mal so rum. Ja, genau. Dann nimmst du das für die Härte raus. Hat halt dieselbe. Fast dieselbe Dauer, okay. Ach, das haben wir das Trinkwasser gleich draus gemacht. Ja, okay, das wollte ich tatsächlich nicht. Ich wollte nur den Schnee schmelzen. 20 Minuten. Ist immer noch neblig, okay. Also ja, stimmt. Dein Auge war da irgendwie ein Problem. Wie lange braucht denn das? 18 Minuten, okay. 1 Kilo. So. Wie ist das hier? Immer noch neblig, okay. Warte mal, leg das erstmal ab. Schmelzpunkt, okay, das hat er gleich. Jetzt hat er Schmelzpunkt hier und Schmelzpunkt da. Tritra, tralala. So. Wir haben Wasser weggeschmissen, okay. Macht aber nichts. Es ist nicht so schlimm. Wir wollen die auch nur mal verwenden. Es geht jetzt gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie einen strategischen Sinn hat. Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt genug Wasser, okay. Ja gut, dann haben wir halt noch eins. Okay. Muss ich gleich mal schauen, was das Feuer eigentlich da draußen macht. 41 Minuten, dafür reicht es noch. Es ist immer noch neblig, lustigerweise. Ja. Ja, komm. Dann machst du das gerade noch fertig. Wird doch so langsam bald mal hell. Dauert noch ein bisschen, aber... Geht grad. Ja gut, wenn es immer noch neblig ist, dann machen wir hier gerade weiter. Das ist klar. Das ist auch fertig. 4,36 hat der noch. Manche Wetterphänomene sind sehr ausdauernd und manche nicht. 3 Kilo bitte. Ja, wir werden wahrscheinlich dann
uns noch mal ein paar Stunden zumindest auf die Ohren hauen. Wir haben schon wieder dichten Nebel, echt. Das ist ja der Hammer. Ja dann, da wollen wir ja gerade weiter. Das heißt, wir haben hier wir hatten Nebel, dann dichten Nebel, dann wieder normalen Nebel, dann wieder dichten Nebel und wahrscheinlich dann wieder normalen. Dann hoffen wir, dass das nicht ein Dauerspiel ist. Naja, es wird tatsächlich langsam hell. So, das schmeißen wir erstmal hier raus. Vorsicht! Nicht die Federn verbrennen, gell? Oh ja, ich bin so fertig. Ich weiß es nicht von was. Ja, das passt jetzt sogar. Haben alles? Gut, wir haben alles. Okay. Das ist das letzte. Ja, okay. War das jetzt ein komplettes Stück? Ich weiß es gar nicht. Ne, das ist was für die Härte. Da sind wir tatsächlich fertig hier, echt. Na gut, wir könnten noch ein bisschen Wolf kochen. Das ginge natürlich schon. Sind die alle groß? Wann ist ein Kilo, okay. Dann machen wir das vielleicht. Gib mir mal Stöcke. Hier drinnen müssen wir natürlich dann fackeltechnisch abbauen. Aber hier kann man dann mit Stöcken trimmen. Uff. Ja, da war jetzt aber genug Wasser. 50 Gramm, also die hätte jetzt auch noch reingekommen. Also kannst du mir nicht erzählen, dass das so knifflig ist. Okay, ich will gerade mal schauen, ob da irgendwie auch angefangene Stücke dabei sind. Ja, recht, Junge. Wir haben tatsächlich 3 Stücke, die wir der Hertha vorenthalten haben. So sieht's aus. Und krieg's rein? Nein, kriegst du gerade nicht rein, okay? 40 Gramm. Für 10 Minuten. Dann machen wir die Fackeln. Achso, ich habe immer noch nach Kilo, nach Gewicht sortiert. A bis Z bitte. Das macht mehr Sinn. Okay, dann, ja. Kriegen wir das so hin. 6 Minuten. Ja, das ist eine intakte Fackel. Ach du Schande, wir haben ja... Ach du, das hört ja gar nicht mehr auf heute. Okay, mach das mal fertig. Gut. Muss ich natürlich erst nehmen. ...39 Minuten, okay. Ist so. Und das... ...machen wir so. Wir werden noch einen ganzen Schwung Wasser kochen, das auf jeden Fall. Ah ja, da ist auch mal aufgeklärt. Halt! Warum hast du die Bären noch dabei, Junge? Na Junge, Junge. So, das ist fertig. Achso, wie viel Wasser brauchen wir eigentlich? Trink erstmal das leer. Als 2 Liter kann man sagen. Okay, mehr als 2 Liter. Genau. Machst du hier mal komplett. Nein, mach da, warte. Gib mir mal 1 Liter. Wir haben noch eine Tablette nämlich. Und wir schleppen immer noch ein Wolfstück mit uns rum. Und aber kein Wolf tatsächlich hierher. Ja, das sind unsere Töpfe. Die müssen wir natürlich wieder aufnehmen, ist ja klar. So, Schmelzpunkt. Junge. Halt, wo ist die Tablette? Da ist die Tablette. Machst du dann das gesamte, die gesamten Liter, weil der ja in 2 3/4 Liter gesplittet wird? Ja, macht er. Das heißt, wir brauchen noch was? Ein halb, nimm noch ein halb, also 1,75 Liter Wasser. Ja, dann machen wir das. 1,75. Wir brauchen eine Stunde 14, okay. Das passt ja aufs Auge, das ist ja der Hammer. Junge, dann wir machen mal ein, 4-5 Stündchen mal uns aufs Ohr hauen. Ich glaube, das ist sinnvoll.
Ach ja. Ab ins Bett. So, das Lustige ist, wir sind eigentlich mehr oder weniger auf der Durchreise. Ja, eigentlich wollen wir nämlich in die Aschenschlucht. Okay, 4 Stunden. Ja, das können wir dann in der nächsten Folge annehmen, das Ding. Wir werden, ja, man müsste eigentlich eine Inventurauffrischung machen, aber ich fürchte, es ist vergebens, weil wir wahrscheinlich nicht mehr hierher kommen. Wir sollten aber, warte mal, wir sollten uns auf jeden Fall, haben wir die Pfeile jetzt alle auseinandergenommen? Ne, haben wir nicht. Das ist im Pfeilschaften. Hier ist noch eine Pfeilspitze, okay. Und vielleicht nehmen wir das auch alles mit. Es klingt sowieso nach Blizzard. Ja, die 20 können wir da lassen. Wir nehmen mal vielleicht ein Schusswaffen-Putzset mit. Beziehungsweise wir schauen erstmal, was das Wetter sagt. Ja, was könnte das Wetter sagen? Dann machen wir das in der klassischen Knobi-Tobi-Aktion, der darum darf sich der Zukunftstobi kümmern. Da wird es wieder freuen. Naja, es ist quasi derselbe wie der, der jetzt die Folge aufnimmt. Ja, genau. Also wir bereiten uns noch vor auf den Gang. Wir wollen die Ascheschlucht. Und das heißt, wir müssen marschieren ins idyllische Tal, also durchs Gluthügel-Kohlenbergwerk. Damit wir in den Wolfsberg kommen und dann halt in die Ascheschlucht. Um dort erstmal die ganze Karte abzugehen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.